Machen wir mal das Fenster weg, das stört gerade nur. Noch mehr Wasser. Der Gestank von, ja, braunem Zeug dringt aus diesem Zelt hervor. Es dient eindeutig nicht als Schlafplatz. Das ist eine Toilette. Hier könnte ich rasten, wenn ich das wollen würde. Can't do that. Wow, 47 List. Da ist Fünftauge. Diesen abgenutzten Zelt ist anzusehen, dass sie auch verwendet wurden und lange den Elementen ausgesetzt waren. Sorry, can't. Wie komme ich da dran? Oh, da muss ich ganz hinten rum. Obst. Verpiss dich, ja. Nett von dir. Ich könnte hier wahrscheinlich schlafen. Achso, ich speichere ja mit F6. Nein, rasten will ich gerade nicht. Na, wen haben wir denn hier? Eine wuchtige Soldatin, die auf irgendwas herumkauft, verspürt beim Reden Spucke und Krümel. Der Schicksalsbinder zeigt endlich sein Gesicht. Ich bin Reck, wirft der zweite Soldat hin, und das ist Buzzer. Wir haben uns schon gefragt, wann du dem Lager, wo du einen Besuch abstatten wirst. Fünftauge hat in letzter Zeit ein ziemliches Aufmerksamkeitsdefizit gehabt. Er befahl uns, dich für ein lästiges Kind im Auge zu behalten. Wir sollen so zusehen, dass du nicht aus dem Rahmen fällst. Buzzer knetet ihre Finde und knackt lächelnd mit den Gelenken. Reck räuspert sich laut und schaut Buzzer böse an. So ungefähr. Frag einfach uns, solltest du etwas wissen wollen. Im Lager wirst du sonst kaum jemanden finden, der für dich eine Antwort oder gar ein Lächeln übrig hat. Also, können wir irgendwas für dich tun? Erzähl mir etwas von dir, Buzzer. Ich bin eine Söldnerin auf Abruf für fette Hände Händler bereit. Nur ein ramponiertes Gesicht von vielen. Nach viel zu vielen Jahren des Blutvergießens im nördlichen Scharmützel wurde mir klar, dass ich nur meine Zeit vergeudete. Kyros hat mir dann einen besseren Weg gezeigt. Einheit, Zweck, jetzt kämpfe ich für etwas, nicht nur für jemanden. Hab den Scharlachroten wütend zugesehen und an meiner Klingenführung gearbeitet. Für sie bin ich noch nicht gut genug, aber ich glaube, ein paar Sachen könnte ich dir schon beibringen. Was ist mit dir, Reck? Er ringt nach vorne und kratzt sich am Hinterkopf. Ich hatte eine Familie, eine Farm, dann aber kam der Chor. Und naja, jetzt habe ich den Chor. Er ist nicht ganz so begeistert wie sie. Wenn man in der Nacht Schreie hört und spürt, wie jemand einem die Klinge an den Hals drückt, verschieben sich die Prioritäten. Dinge wie Farm oder Familie sind dann auf einmal nicht mehr so wichtig. Früher hatte ich wegen der Keulung... Ach, wenn der Scharlachrote Chor ein Dorf rekrutiert, hält er eine Zeremonie ab, die als die Keulung bezeichnet wird. Okay, da werden die Leute einfach gegeneinander in den Tod geschickt und wer danach noch steht, der darf mitgehen. Hatte ich wegen der Keulung Albträume. Ich fühlte mich furchtbar, wenn ich mich daran erinnerte, wie ich meine Mutter und meinen Vater in Stücke hackte, um zu überleben. Einen Augenblick lang lebte sich die Trauer wie ein Schleier über Recks Augen, die gleich darauf fieberhaft zu glühen beginnt. Fünftauge hörte mich eines Nachts heulen. Er holte mich aus der Horde und kümmerte sich um mich. Und jetzt? Jetzt studiere ich Magie, rufe Feuer aus dem Nichts herbei. Wenn mich meine Mutter und mein Vater jetzt sehen könnten, sie wären stolz auf mich. Erzählt mir von eurer Zeit im Chor. Reck und ich wurden bei den Toren des Urteils rekrutiert. Er kämpfte für Ockhorn, ich für Azur. Buzzer kichert und streicht sich Gedanken von ihm ums Kinn. Wie viele Schlachten haben wir schon überlebt? 11. Recke beginnt etwas an seinen Fingern abzuzählen. Nein, 14. Ich zähle jeden Tag in Sunder separat. Der Chor ist. Buzzer schaut sich im Lager um und zu mit den Schultern. Nicht so schlimm, wie er riecht. Die Starken wie ich und Reck dürfen uns nehmen, was wir wollen, was wir verdient haben. Wir leben nur so gut, wie es unsere Stärke zulässt. So wie es sein sollte. Was könnt ihr mir über Fünftauge erzählen? Reck tauscht einen unbehaglichen Blick mit Buzzer und flüstert plötzlich nur noch. Man sagt, er stünde die in direkten Verbindung zu Nerads Stimmen. Hüte in seiner Gegenwart deine Zunge, er ist ein bisschen... Wild, blutrünstig, verrückt.
Basa denkt einen Augenblick lang nach. Genial. Rex zuckt zusammen und schaut über seine Schulter. Ich wollte exzentrisch sagen. Der Chor ist bei seiner Rekrutierung nicht gerade wählerisch, hatte so viel mal auch einige recht schräge Typen. Bei den meisten ist Töten und Befördern nicht weit voneinander entfernt. Was wisst ihr über Vendriens Brunnen? Die Mauern mögen ja imposant wirken, aber die Vendrienfache versteht es sich besser darauf, ihre Schwächen zu verbergen, als sie zu reparieren. Sie zuckt mit den Schultern. Wir haben die Zitadelle schon damals erobert, das können wir auch ein zweites Mal. Müssen wir auch, oder? Rex schaut den imposanten Turm hoch, obwohl ich keinesfalls länger bleiben möchte als unbedingt notwendig. Sie folgt seinem Blick und schüttelt den Kopf. Du solltest es besser wissen, als vor dem Schicksalsbitter deine Feigheit zur Schau zu stellen. Das ist keine Feigheit, es ist nur Aberglaube. Warum hast du Angst vor dem Turm? Ich, tut mir leid, Schicksalsbitter, ich hätte es nicht erwähnen sollen. Er seufzt. Tatsache ist, dass man seit Kindheitstagen sagt, wir sollen uns von den Türmen und den Altmauern fernhalten. Im Gegensatz zu all den anderen dummen Kindheitslektionen blieb diese hängen. Steht dir nur ein Chorsoldaten vor, der sich wegen Architektur einlässt? Eher wegen dem, was darunter ist, Rex runzelt die Stirn. Die Geister lauern in diesen alten Städten und töten jeden Arglosen, den sie erwischen können. Ich möchte den Geistern nicht in Kampf begegnen, wenn mich nicht gerade 100 Blutkantoren unterstützen. Sie runzelt die Stirn und verzieht den Mund, als sie darüber nachdenkt. Ich wohl auch nicht. Basa, zeig mal, was du mir beibringen kannst. Los geht's, Schicksalsbinder. Oh, das ist jetzt nett. Wir können hier wohl für Geld üben. Aktueller Rang. Gibt uns Erfahrungspunkte hier oben. Ah, und jeder Rang kostet... Was passiert, wenn ich klicke mal auf Üben. Die 6 Kupfer. Obwohl, ich setze mal die 14 Kupfer. Das ist wahrscheinlich besser. Dann wird aufgefüllt auf den nächsten Rang einfach. Sie kann aber halt nur bis Rang 45 steigern und man kriegt auch die Erfahrungspunkte dafür. Also ich habe hier alles Rang 0. Sie hat hier Ränge. Gut, lassen wir das mal gut sein. Was kannst du uns beibringen? Basa und Rex unterhalten sich in hektischen Geflüstern. Fühlst du dich eigenartig? Ja, Rex reicht sich nervös an deiner Schulter. Seit der Schicksalsbehinder Kyros ihr Gesicht verkündet hat, fühle ich mich, als würden unter meiner Haut Käfer krabbeln. Sie bemerkt mit wenig begeisterten Gesichtsausdruck deine Anwesenheit. Oh, hab dich gar nicht bemerkt, Schicksalsbinder. Rex zeigt mir, was die fünfte Auge beigebracht hat. Wir werden dieses Tal zum Brennen bringen. List. Könnte er uns beibringen? Wobei ich das mit dem Rang noch nicht ganz verstanden habe. Das ist wahrscheinlich der Rang über 25. Würde ich mal so schätzen. Magierstab. Ja, List würde uns einen guten Boost bringen. Und ich glaube, die eine List, die gönne ich mir sogar mal. So, dankeschön. Sie ist als einzige schon Stufe 3, aber bei dir kommt das auch noch. Gut, das waren die beiden. Gucken wir mal, mit wem wir noch reden können. Also ja, List ist jetzt auf... Achso, das ist die Bonuslist, die noch durch Attribute und so dazu kommt. Also in Wirklichkeit bin ich nur auf 15. Krieg 19 dadurch, dass ich Schnelligkeit habe und 6 dadurch, dass ich Verstand habe. Das ist natürlich toll, dass sie das so auszuwürfeln und nicht eben nach dem Totalrang, sondern eigentlich nur der Grundrang. Ja? Die haben wirklich viel durchdacht bei dem Spiel, das muss ich ehrlich zugeben.
Kleine Zeichen wurde auf diesem Leichnam gemalt. Sie markieren bestimmte Körperteile als schwierigere Ziele als andere. Sehr freundlich. Bronzehammer einhändig und Hordenstiefel. Hätten bessere Werte. Hätten auf jeden Fall bessere Werte als die. Du hast wahrscheinlich schon Hordenstiefel, oder? Nein, du hast blutende Stiefel der scharlachroten Wüterin. Und du hast sowieso schwere Stiefel. Naja gut, Stiefel sind nicht ganz so wichtig. Wie die jetzt aussehen. Ich könnte die Helme ausblenden. Oh ja, genau, da fällt mir ein. Du kriegst mal so einen Wüterhelm, aber den blendest du aus, weil... Und du kannst deine Rüstung ja gar nicht ablegen. Nur Barry kann diesen Gegenstand ausrüsten. Vielleicht können wir den irgendwann mal verbessern oder so. So, was ist mit dir? Als er bemerkt, dass du dich näherst, steht der Händler gerade und lächelt. Welch Ehre! Algatis Dagos heiße ich. Ursprünglich komme ich aus der relativen Ruhe des Nordreichs. Aber ich gebe mich schon seit längerer Zeit mit der Nord... mit dem normalen Leben zufrieden, um Kyros Drum mit den besten Waren zu versorgen. Lokalen und importierten. Dann lass mal sehen. Er zuckt ein bisschen zusammen. Es ist zwar nicht viel, aber ich lasse mich trotzdem... Aber lass mich trotzdem wissen, wenn du etwas siehst, das dein Interesse weckt. Der hat magische Waffen. Nebenbei ist das Ding nicht eigentlich auch irgendwie magisch? Nicht wirklich. Die können mal weg. Die behalte ich mal, weil das sind gute Bronzestiefel. Und die Schicksalsbinder-Sachen behalte ich auch mal. Was weg kann, ist der Hammer. Das Schicksalsbinder-Schild, den behalte ich auch mal, weil den Bronzehammer finde ich jetzt nicht so toll. Und das Erdhexenstab, der kann, könnte, glaube ich, auch weg. Bronzefalks der Ehrenwache. Ne, verkaufen wir erstmal die Sachen. So, dann zeig mir mal, was hast du so? Taumelnde Verbrennung. Säureschaden. Achso, das sind so Sachen für die Waffe. Das sind Rastvorräte. Davon haben wir noch ein paar. Sigil der kanalisierenden Stärke enthält einen magischen Ausdruck, der in Zaubern verwendet wird, welche sich auf Ziele in einer kegelförmigen... Also der macht, sorgt dafür, dass Zauber kegelförmig werden. Aber ja, die sind alle ziemlich teuer. Sigil der Lebenskraft. Du kennst dieses Sigil bereits. Des präzisen Akzents... Genauigkeit von Zaubern erhöht. Den kaufe ich mal. So. Ich brauche 25 Wissen jetzt dafür. 40 Wissen. Naja, plus 15 Genauigkeit brauche ich nicht wirklich bei dem Zauber, weil der trifft ja eigentlich immer. Das ist ja eigentlich ein Buff. Der Zauber hier, bei dem wäre das eher was. Dann könnte ich ihn aber nicht mehr benutzen. Na doch, gib mal das her und nimm das weg. Nein, leider nicht. Zurücksetzen. Gut, dann kann ich ja nur noch mit Fünftauge reden und gucken, was ich hier anklicken kann. Hier befindet sich eine Schriftrolle, die vor mythischer Energie leuchtet.
Schriftrolle lesen. Wissen plus 1. Neuen Zauberkern gelernt. Sigil der Illusion. Sigil der Illusion, den könnte ich auch damit verbinden. Falsche Gruppe.